Bahnbrechende Neuigkeiten hier heute am Freitag im Fahrstuhl. Bahnbrechendes neues Produkt, ein Girokonto. Okay, das Produkt ist jetzt nicht ganz so neu, aber es ist neu bei Western Union. Western Union wird in Zukunft auch ein Girokonto anbieten. Und da fragt man sich, warum jetzt auch noch eine weitere Bank oder ein weiteres Unternehmen mit einem europäischen Girokonto? Ja, natürlich macht das Sinn. Und ich meine, wir haben natürlich genug Konten, weil jede Bank hat ein Konto. Und jetzt haben wir auch noch die N26 und die Revolut und die C24. Und wie sie alle heißen, Klarna hat auch ein eigenes Girokonto. Aber es unterstreicht ja tatsächlich das, was die tradierten Banken immer behaupten und wo manche ja auch manchmal drüber schmunzeln. Das Girokonto ist ein Ankerprodukt. Das Girokonto liefert Daten. Und deshalb kommen heutzutage, wo es immer einfacher wird, auch Antragsstrecken für Girokonten online zu bauen, kommen auch neue Player auf diesen Markt. Aber es ist ein verteilter Markt. Und wir haben gerade eine Studie, eine Umfrage gemacht bei Endverbrauchern mit Girokonto. Die Zahl will ich noch nicht veröffentlichen, weil die Studie noch nicht veröffentlicht ist. Aber wir haben 2.500 Rückmeldungen von aktiven Girokontokunden bekommen und haben über die Wechselbereitschaft gefragt. Das wird dem ein oder anderen neuen Anbieter da draußen nicht so richtig schmecken. Seien Sie gespannt auf die Ergebnisse. Dauert noch ein paar Tage, bis wir die veröffentlichen dürfen. Aber wir waren selber sehr verwundert über das ein oder andere Ergebnis. Western Union, wir drücken Ihnen den Daumen für ein neues Girokonto und gucken, wie Sie da in einem verteilten Markt Marktanteile gewinnen können. Wir werden das beobachten. Und jetzt bin ich wie immer gespannt auf Ihre Kommentare. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche hier im Fahrstuhl. Tschüss. Thank you.